Hi, ich bin Colin. Ich bin Co-Sprecher der Linksjugendzelle in Wittenberg. Das heißt, ich mache letztendlich Organisationsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit und alles sowas zusammen mit Marit. Ja, genau. Also ich bin Marit, wie Colin schon gesagt hat. Und ich bin 17 und gehe noch zur Schule und mache jetzt mein Abitur gerade. Genau. Ja, also wir sind erst bei der Linksjugend Wittenberg. Und an sich machen wir recht viel. Also wir machen vor allem so Kundgebungen, wie wir auch heute gemacht haben, oder so organisieren Demonstrationen. Wir machen auch viel so Informationsaustausch und auch Vorträge etc. intern und extern. Und an sich unsere wichtigsten Themen sind halt vor allem Antifaschismus und Feminismus, aber halt auch die Klimakrise an sich. Also wir sind ungefähr 30 Leute und wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind natürlich eine sehr junge Gruppe. Viele SchülerInnen, grundsätzlich Leute, die Lust haben, irgendwas zu verändern, irgendwas zu machen, irgendwas zum Positiven zu wandeln. Genau, und ich würde auch sagen, dass wir eine relativ weiblich gelesene Gruppe sind und eine relativ queere Gruppe tatsächlich, ja. Die Herausforderungen sind vor allem wahrscheinlich Neonazis und eine eingeschlafene Zivilgesellschaft. Wir haben relativ gute zivilgesellschaftliche Strukturen eigentlich, aber die sind halt relativ inaktiv, weil es immer dieselben Leute da sind, die da sitzen, und die ein Großteil der, ich sag jetzt mal, normalen Gesellschaft hat einfach keine Lust darauf oder hat auch Angst teilweise oder einfach keine Zeit schlichtweg was zu machen. Und es ist in einer Kleinstadt immer, also ich glaube, das ist der größte Kampf in jedem Kleinstädter, irgendwie die Leute im Umfeld aufzuwecken. Ja, also wir haben ja diese Tour, der rote Faden durch Wittenberg gemacht. Und das Ganze kam daher, dass einige von uns sehr Interesse früher an diesem Geocaching hatten, falls euch das was sagt. Und dann wollten wir halt einfach so das bisschen Lernen mit dem Spiel verbinden. Und wir haben das eben so gestaltet, dass wir an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten in Wittenberg, also beispielsweise dem sudetischen Ehrenfriedhof oder den Stolperstein, Personen aufgestellt haben, die dann kleine Vorträge dazu ausarbeitet haben. Und man konnte sich dann eben durch Wittenberg bewegen und musste mit einigen Tipps immer die Stationen finden und konnte sich dann dort Stempel abholen. Und im Endeffekt konnte man dann wieder zu unserem Hauptstand zurückkehren und sich da einen kleinen Preis abholen. Eine gute Social-Media-Präsenz zu haben, Leute aufklären zu können, Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen, egal ob es Veranstaltungen sind oder ob es jetzt irgendwelche Probleme sind, finde ich persönlich, ist einer der wichtigsten Punkte unserer Arbeit. Weil wir haben gemerkt, Flyer verteilen, Plakate hängen und so, ist schön und gut, aber es hat meistens nie den großen Effekt wie ein Instagram-Post oder so. Also es ist meistens deutlich effektiver. Und was auch so wichtig ist, wir sind nicht so ernst. Es zeigt halt, dass wir irgendwie auch eine Freundesgruppe sind und dass Leute sich, wenn sie zu uns kommen, opfern sie ja immer noch ihre Freizeit damit. Und dass Leute nicht nur diese Freizeit opfern und alles bitter ernst ist und sie dann ganz viel arbeiten müssen, sondern dass wir auch einfach zusammen Spaß haben können. Und ich glaube, es ist halt eigentlich unglaublich wichtig zu zeigen. Also bei uns mitzumachen ist an sich ganz einfach. Am besten kann man uns über Instagram anschreiben oder, wenn man halt nicht gerade aus Wittenberg kommt, auch andere Linksjugenden. Und dann kann man einfach mal an einem Freitag 18 Uhr bei uns zum Plenum kommen und vorbeischauen. Und man kann sich in verschiedenen AGs bei uns engagieren. Also zum einen halt Öffentlichkeitsarbeit, also Social Media. Und sonst, wir machen halt auch teilweise einfach Kundgebungen. Und das ist immer schön, wenn dann Leute Vorträge machen, wenn man sich zum Beispiel in einem Thema besonders gut auskennt. Oder auch im Plenum einfach ein bisschen diskutieren. Generell ist das Plenum einfach da, um politisch sich weiterzubilden und zu lernen. Also mein ganz wichtiger Punkt sind Kulturveranstaltungen. Wittenberg hat eine unglaublich eingeschlafene Kulturszene. Es ist irgendwie alles gestorben, was Jugendclubs angeht und so weiter. Und es ist einfach schön, mal ein paar Konzerte zu organisieren. So. Und wenn wir noch weiter gucken, hoffen wir auch, dass wir wirklich irgendwo vielleicht einen Jugendtreff haben oder so. Und auch vielleicht irgendwann mal was gegen unsere Querdenker-Szene unternehmen können, weil das ist langsam echt nicht mehr schön. Also unser Engagement in drei Worten ist auf jeden Fall antifaschistisch. Spaßig. Und hoffentlich bewegend.